Handwander, Vertriebsgirmia, Schiffsfarben und Schweinerlacke. Hallo miteinander. In diesem Video wird man meinen Küchentisch, sprich meinen Esstisch, beschichten. Ganz neu. Ich habe da schon mal Klebeband drauf, um zu schauen, wie es aussieht. Ich mache das Ganze mit Modern Masters. Modern Masters Textur, also mit so gefüllten Sachen. Wir haben da mal so ein Muster gemacht, um zu zeigen, wie es aussieht. Das wird man machen. Hallo, da bin ich wieder. So wird man es machen. Grau, Silber, Grau, Silbergrau und mit dem Kupfer. Da ja bei mir die Kupfer, Bronze, Rost und alles an der Wand hängt und an der Töpfe und überall. Oder? Ja, wir stellen ihn mal schnell runter. Ups, weg ist das schwer. Moment, schnell. So. Dann kann man den Tisch dann ausziehen. Oder? Das ist dann da, das habe ich auch schon mal gemacht für euch. Das weiße Ding. Da haben wir. Ich habe ja keinen Plan. Also, das ist dann weiss, das könnt ihr dann so, dass man den Tisch grösser machen kann, wenn wir Gäste haben. Wir machen zuerst das alles und dann sehen wir, wie man das beschichtet. Ob wir da Modern Masters nehmen oder ob wir es mit Chromalack lackieren, zwei Komponenten. Das werde ich euch dann noch zeigen, wie das funktioniert oder was wir dann drauf tun. Auch, man sieht das Speck da, wie es nicht umgeht. Da zeige ich euch schnell da unten. Das ist gerade gut, kannst mit der Kamera können wir schnell runterfahren. Die Lösung runterfahren. Hier unten ist auch Silber, also wie hier natürlich. Und da ist Weiß und da ist noch Silbrig. Ich weiss noch nicht genau, was wir machen. Ob wir das dann Silber machen oder Rot oder Spritzen oder Detail oder so. Wichtig ist, dass wir das mal zuerst gemacht haben. Dann stellen wir ihn an und dann sehen wir dann, was wir damit eben noch fertig machen. Oder? Folgendes: Der ist auseinandergenommen. Jetzt nehmen wir alles weggefahren, stellen der schön auf dem Arbeitstisch. Dann nehmen wir alle Modern Masters Sachen für, die wir brauchen. Und dann komme ich zurück, mir, und dann zeige ich euch Step by Step, wie man das macht. Okay, alles klar. Ich freue mich. Bis nachher. Da sind wir. Wir haben jetzt das Tapetenbänder schon weggenommen. Schnell durchgeschliffen. Haben es nochmal genau abgedeckt. Auch der Teil. Oder noch der Teil nicht. Jetzt machen wir die Fläche hier, die nicht blau ist, die machen wir mit Silber. Das ist relativ einfach. Wir haben hier Modern Masters Textur Silber. Wir brauchen den Schwammroller. Wir brauchen den Spachtel, um nachher ein bisschen abzuziehen. Und noch sonst einen Gummi. Dazu habe ich hier schnell noch Wasser parat gemacht, dass wenn der vorne ist und Klümpenkäppchen, dann kann ich schnell mit dem Spachtel nass abziehen. Okay? Das zeige ich euch nachher. Zuerst ist es so, dass wir von dem einfach mal da drauf tun. Ein bisschen verteilt. Dann nehmen wir einen Schwammroller und verrollen das. Am Anfang sieht es ein bisschen wie raus, aber es ist entscheidend, wenn wir nachher fertig sind, so wie die Struktur ist, die es denn da gibt, so sieht nachher auch das Endeffekt aus. Also ich kann mehr machen, ich kann weniger machen. Ich kann jetzt selber wählen. Das ist Erfahrungssache. Ich mache jetzt hier das mal wahrscheinlich ein bisschen fein. Ja, wer wird denn fein machen? Weil es ist ein Esstisch. Da möchte ich nicht, dass er so dermassen rauch ist, wenn die Teller drauf sind und so weiter und so fort. Oder? Ja. Also, ich rolle jetzt das schnell auf. Und wenn wir es aufgerollt haben, alles schön gleichmäßig, dann komme ich wieder zurück und zeige euch, wie es weitergeht. Dann haben wir alles gerollt, dann ist alles gleichmäßig eingerollt. Dann kann man theoretisch, gibt es mehrere Varianten, kann man nicht sehr fein gemacht. Wenn er gröber wäre, kann ich einen Spachtel nehmen, auch von Modern Masters, eben der Schwamm. Und dann setze ich da ganz fein an und glätte alles. Ziehe ihn an und glätte alles mit, nicht mit einem steilen Winkel, sondern mit einem extrem flachen Winkel, durch das echt so planen, oder? Aber so wie es aussieht, für mich jetzt, wo ich nachher in der Stube habe, als Esstisch, ist das okay für mich. Also ich muss das jetzt nicht gerade glätten, oder? So, wir machen dann noch eine zweite Schicht drauf, oder? Wo wir nachher, wir lassen es jetzt trocknen und dann eine zweite Schicht drauf, oder? Und dann sehen wir dann, wie es aussieht. In der zweiten Schicht muss ich aufspachteln und alles abziehen, dass es die Wellen
Hügeltaler gibt. Oder? Eine andere Variante wäre, wir nehmen jetzt Klappband weg, machen jetzt das da, was ich jetzt hier geklebt habe, in dem Kupfer. Aber das mal machen wir es anders. Wir haben ein Video, das wir so machen. Das mal zeigen wir jetzt das, wenn wir es so haben. Wir lassen es trüchten, wir spachteln das nochmal auf, spachteln alles ab, nehmen weg und machen dann das Bronze oder Kupferfarbung. Oder? Also, wir lassen es mal schnell trüchten so. Und sobald es trocken ist, gehen wir wieder zurück. Okay? Freue mich. Bis nachher. Wir haben das Ganze aufgerollt mit dem Roller, wie wir gezeigt haben. Wir haben es jetzt trocknen lassen. Jetzt ist es trocken. Jetzt zeige ich euch mal schnell in der Nähe, wie es geht. Fahrt mal mit der Kamera oben runter. Schön langsam. Ja? Gut. Und dann, wenn wir unten sind, zoomen wir mal schnell an. Ja. Seht ihr jetzt, es ist wirklich schön trocken und alles, ihr hört es auch, es ist schön rauch. He? Wir haben eben das schön alles trocken gemacht. Jetzt nehmen wir den Spachtel, gehen wir wieder zurück mit der Kamera, dann sehen wir mich auch wieder, oder? Jetzt zoomen wir wieder zurück, dass ich wieder schön im Bild rein bin, oder? Jetzt nehmen wir den Spachtel, auch von Modern Masters, tun Silber drauf und tun das Ganze schön abspachteln. Hm? Ich zeige euch das gerade mal schnell, wie das funktioniert. Ich habe dann einen Kübel mit Wasser und einen anderen Spachtel, falls ich muss abputzen, oder? Also, zeige ich euch schnell. Ich nehme hier ein bisschen von dem Textur Silber, tue das auf den Spachtel, auftragen schön, so. Okay. Dann nehme ich das so und ziehe das dann wieder ab. Beim Klebeband müssen wir natürlich schauen, dass das Klebeband nicht abreißen. So sieht das dann aus. Ja. Ja, sieht nicht schlecht aus. Also, ich tue jetzt mal alles ab, spachteln so, nehme die Klebbänder weg, lasse es trüchten und dann kommen wir gerade wieder. Okay, alles klar, bis nachher. So, da sind wir wieder. Hallo. Wir haben das Ganze abgedeckt, gestrochen, wenn es über Nacht trocknen lassen, schön. Und jetzt kommt Bronze-Effekt da drauf. Wir machen es genau gleich wie mit dem Silber. Wir tun mit der Rolle dann drauf. Wir haben jetzt nochmal schnell da zum Abdecken. Wir haben alles abdeckt. Wir machen nachher mit dem Roller drüber fahren und ich tue nur einen Teil abdecken und spritze drauf. Da mache ich das einfach immer drauf. Das ist nicht wirklich toll, oder? Jetzt zeige ich euch noch schnell eine andere Technik, die man machen kann, wenn man mit der Rolle aufträgt. Ich tue es auf den Spachtel auftragen. Und tue das einfach schön ein bisschen so verteilen, he? Wie hier auch. So. Dann nehme ich den Roller. So. Und tue das Ganze schön verrollen. Wieder genau gleich, dass alles gleichmäßig ist, schön drauf. Ihr seht, wenn ich alles abdeckt habe, kann ich mit der grossen Rolle relativ gut drüber fahren und das alles schön verteilen. So, ich verteile jetzt das Ganze, lasse das trocknen. Und dann kommen wir wieder zurück, wenn es so weit ist, und zeigen euch, wie man weitermacht. Okay? Alles klar. Ich freue mich. Bis nachher. Zwischendrin werden die anderen getrocknet. Fangen wir mit dem Sockel an. Ja. Folgendes. Wir haben uns überlegt, das, was grau ist, das machen wir in gleiche Farbe wie die Textur. Also, ich zeige euch mal, Textur ist ja das, was eine Textur gibt. Zeigt das schon den Namen in sich. Das Ganze gibt es auch in Paint, also in der gleichen Farbe, in Farbe. Also man kann es einfach rollen wie eine Farbe, im gleichen Farbton. Okay? Und das, was weiß ist, das machen wir in Grau. Oh, das Grau hier, spritzen wir Grau. Und zwar von Chromalack, wo wir eine Vertretung haben. Das kann man aber nur spritzen, das ist eine zwei Komponenten Industriefarbe, die ist sehr widerstandsfähig. Schauen wir dann da unten. Weiß ich noch nicht, vielleicht schwarz oder so, je nachdem, das werden wir noch sehen. Folgendes, wir nehmen jetzt das Ganze schnell auseinander, schleifen das oben runter mit einem 150er Papier, dann grundieren wir und tun zweimal Paint drauf von Modern Masters. Okay, wir machen das schnell und dann legen wir das Brettchen an und dann zeige ich euch, wie man grundiert und wie man es rollt. Okay, freue mich, alles klar, bis nachher. So, da sind wir wieder. Wie wir gesagt haben, ich habe es auseinandergenommen und habe es schön angeschliffen mit dem 150er. Natürlich haben wir es beschriftet, vier, wo was ankommt, dass wir aber wieder wissen,
wo wir es zusammensetzen können. Haben wir noch ein Problem. Gut, wir tun das Grundieren. Normalerweise nehmen wir die Grundierung von Modern Masters. Für diese Sache nehme ich sehr gerne unsere Grundierung, Grundierung Rotbraun. Lösemittelhaltig ist ein bisschen schneller als der Wasserlack. Das hat eine sehr gute Haftung auf diese Sache. Wir verwenden für den Unterwasserbereich, den Bootsbereich, wenn man das Holz hat, tut man 4-5 Schichten von der Grundierung Rotbraun drauf und dann ist es wirklich dicht. Ergo nehmen wir das für das. Es trocknet relativ schnell. Ich finde es jetzt besser, aber alles ist Geschmackssache. Früher haben wir auch die andere Grundierung von Modern Masters verwendet. Das ist auch das Problem. Das geht einfach schneller, dann gehen wir schneller dazu und wir machen es eh rot, also Hauptverfarbung. Dementsprechend spielt es nicht so eine Rolle. Wir müssen das einmal in diese Grundierung die extrem füllen. Also ihr seht jetzt, wenn ich da die Rolle wie gefüllt habe und einmal durchfahren, ist schon gefüllt. Ja. Wir müssen das schön durchrollen, auch die Stellen da, wo natürlich noch dem, wo man dann sieht, im Tisch, um einmal durchrollen, lassen es trocknen und dann tun wir den Koppel drauf. Oder? Also wir grundieren so schnell, lassen es trocknen und wenn das trocken ist, zeige ich euch, wie man den Koppel aufträgt. Okay, alles klar, freue mich, bis nachher. Die Koppeltextur ist trocken. Sehr schön. Ihr hört, der ist recht rauch. Jetzt machen wir es im Silber mit der Textur. Wir nehmen den Spachtel, nehmen die gut aufgerührte Textur. Ja, haben wir da raus. Tragen das schön auf. So. Dann tun wir das da drauf. Ziehen. Und abziehen. Drauf und ab. Was wir schauen jetzt, dass wenn ihr das macht, da ist ja so spitzig und so Sachen, dass ihr nicht ins Klettband geht, also wenn jetzt das Klettband wäre, da ist das Klettband. Wenn ihr es auftragt, solltet ihr weggehen vom Klettband. Dann könnt ihr das Klettband wegreißen und dann läuft es unter und dann haben das. Also ihr könnt das nicht ändern, oder? Ja, alles klar. Folgendes, ich spackle jetzt das ab, tun alles schön auf die Seite, wenn es natürlich nochmal trocknen. Und dann tun wir es abdecken und dann zeigen wir euch, wie es aussieht. Und sind wir dann weiterfahren. He? Okay, alles klar, bis nachher. So, da sind wir. Schaut, das ist jetzt die Grundierung Rotbraun von Autico. Schön deckend, super sensationell. Trocknet auch relativ schnell im Verhältnis. Sehr schöne, lösemittelhaltige Farbe. Coole Sache. Jetzt nehmen wir das Kapper, und zwar in Farbe, nicht in Textur. He? Zeige ich euch schnell, wie das geht. Wir lernen hier hinten, wie immer. So. Das Lüppchen, dass es einigermaßen schön sauber ist. So. Wir nehmen den Schaumstoffwalzen. Bitte schön. So. Und dann rollen wir das Ganze einmal durch. Rollen Sie da ganz schnell ein bisschen, dann kann ich euch zeigen, wie das aussieht. Wir tun es zweimal rollen. Wir zeigen euch dann. Ja, vielleicht zeigen wir es euch noch einmal, wenn es das zweite Mal rollen ist. Das solltet ihr ja wissen, wie das geht. Mal schauen. Immer vorwärts kommen. So, oder? So sieht das aus. Lassen wir das trocknen. Da haben wir das Muster gesehen. So. Wenn wir auf den Sockel wird so. Wir stecken jetzt schnell die alle durch. Lassen es trocknen. Und dann kommen wir zurück mit dem nächsten Schritt. Okay, alles klar. Bis nachher. So, wie ihr seht, wir sind fertig. Mein Kochtisch ist gemacht. Wir haben alles fertig gemacht. Mit dem Rand noch gemacht. Ja. Dann zeige ich euch noch, was wir unten gemacht haben. Jetzt gehen wir mit der Kamera schnell hier oben runter. Hinter hier haben wir auch Kapper, das gleiche wie hier. Nicht zu wechseln mit der Textur und Paint. Das sind zwei verschiedene Sachen. Das ist die Textur, das ist Paint. Hier unten haben wir alles mit Paint gemacht. Bronzeblättchen mit Copper und Black Pearl. Und da haben wir auch Black Pearl gemacht, dass es einen schönen Unterschied gibt. Oder? Ja. Dann haben wir, wenn wir wieder mit der Kamera schauen, den Inlay, den wir haben, mit dem Küchentisch. Wenn mehrere Leute kommen zum Essen, kann ich dann hier den Tisch auseinanderziehen und lege dann das hier zwischen rein, dass es ein super schönes Bild gibt mit dem Sockel, dass alles in einem aussieht. Oder? Also wieder weg und die sind dann schwere Platten. Alles stabile.
Jetzt will ich euch zeigen, was wir alles gebraucht haben, um das zu machen. Hm? Nehmen wir ein Wägeli. So. Das schnell erinnern. Gut. So, folgendes. Natürlich haben wir alles gereinigt und geschliffen, dass alles schön aufnahmefähig ist. Das Gesamte haben wir immer mit dem 150er Papier schön geschliffen, abgedeckt, alles gemacht. Dann haben wir alles, was wir beschichtet, alles mit der Grundierung rot braun gemacht. Ja. Da haben wir 3/4 Dose gebraucht. Dann, wenn wir die Textur schauen, wir haben die Textur in Copper da und in Silber. Das ist das, was fördert. Schöne Textur gibt, also Wolken oder Relief, oder wie man dem immer sagt. Dann für die anderen Farben, also den Rand, den wir gemacht haben und so, haben wir Metallic Paint gebraucht, plus den Boden schwarz und Nickel haben wir noch gehabt. Ja, das sind die an und für sich 5 Farben, die wir auch gebraucht haben, also 2 Texturen und 3 Farben. Dazu haben wir natürlich gebraucht die Rolle. Wiederum. Wo wir dann die Textur aufrollen, dass es eine Struktur gibt. Und dann mit dem Spachtel abspachteln. Sprich, Spachtel, ein grosser Tisch. Spachtel so, haben wir alles abgezogen, so in dem Video gesehen. Für die Farbe haben wir Wannen und Röller gebraucht. Und natürlich Schutzhändchen, klar, logisch, brauchen wir auch Schutzhändchen, klar. Dann einen guten Cutter, wie wir ja da alles haben müssen abdecken schön, haben wir mit dem Cutter schön geschnitten, dass es schöne Spitzen gibt und alles, auch da, dass alles in etwa stimmt. Oder? Natürlich Abdeckbänder in verschiedenen Grössen. Ja. Und Becherchen, um umzusetzen und Waren tun, zum Schleifen. Ja. So, schieben wir das wieder weg. So, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ihr habt etwas gesehen. Informationen bekommen. Ob wir das noch nachmachen oder nicht. Für Fragen und Anregungen unter E-Mail verkauf@anwandervertrieb.ch oder im Internet unter www.anwander.ch. Okay, ich freue mich, dass wir uns bald wieder beim nächsten Video sehen und bis dann, viel Spaß, tschüss zusammen.